ein verlassenes Dorf. Mitten in Deutschland. Ob wir dort leben wieder rausgekommen sind? Anscheinend schon, denn sonst würdet ihr das Video hier nicht sehen. Packt euch warm ein und haltet die Taschenlampen bereit, denn das wird eine Tour, die wir so schnell nicht vergessen werden. Also hier haben wir schon direkt das erste komische Gebäude. Eine Kirche, die ziemlich verlassen aussieht. Hier sind auch überall so Absperrzäune. Wir haben die Taschenlampen aus dem Campingdreh mit dabei. BTI Partnerbetrieb steht hier. Haben wir die Fenster so zugebrettert hier? Digga, einfach Fenster zugebrettert, ne? Das ist so krank. Oh, klopft doch nicht. Ach, Digga, wohnen hier eigentlich noch Leute? Ja, da glaube ich nicht, aber es ist schon ein bisschen crazy. Warum mussten die denn eigentlich damals hier umsiedeln, Alex? Weil hier unten drunter braun, boah, das Licht. Junge, weil hier unten drunter Braunkohle liegt und das wertvoll ist und RWE das gekauft hat. Hambacher Forst kennt ihr doch alle, das ist hier. Deshalb, die protestieren hier, damit das nicht abgerissen wird. Also der Forst und das hier vielleicht. Da wohnt, glaube ich, wirklich jemand. Leute, sieht man das auf der Kamera, Josef? Ja, das sieht man. Da hinten wohnen Leute. Leuchte vielleicht schon nicht da rein. Oh, scheiße. Hey, Digga, das ist doch dumm. Wow. Ja, sorry, tut mir leid. Hm. Jetzt Licht aus, perfekt. Achtung, dieser Bereich wird 24 Stunden videoüberwacht. Was war das? Was war was? Ein Vogel oder sowas, oder? Ja, irgendein Vogel. Guck dir das mal an, aber Alter. Da hinten steht auch irgendein Auto, das finde ich noch creepier. Da Bro, schau dir das mal an, da oben bei der Kirche, Josef. Das ist einfach so ein... Der also tötet so eine, irgendwie so ein Tier. So eine Skulptur, aber Digga. Also ich finde es eher gruseliger, dass da hinten ein Auto mit Motor steht, dass der Motor läuft. Ja, hier fährt auch die ganze Zeit, das haben wir vorhin schon gesehen, als wir uns fertig gemacht haben. Wir haben hier vorhin schon so ein Auto gesehen, was die ganze Zeit rumgefahren ist, wo Industrie irgendwie was draufsteht, die halt wahrscheinlich kontrollieren, dass hier alles vernünftig läuft. Weil du meinst auch, hier könnten eventuell halt noch irgendwelche Leute teilweise leben, die nicht umziehen wollten. Ja. Oder Leute irgendwie Obdach suchen oder keine Ahnung was. Das ist schon... Also ich habe mir das vorher schon mal angeguckt bei Google Maps. Man kann hier auf jeden Fall so ein bisschen rumlaufen. Ich weiß nicht, ob man das darf, ich hoffe schon. Aber da standen überall Schilder, wo Achtung draufsteht. Und direkt da vorne, ich weiß nicht, ob wir mal kurz das Licht da oben ausmachen sollten, Josef. Da steht halt das Auto da hinten. Was? Ja, wir laufen gerade direkt drauf zu. Ja. Die Frage ist jetzt, fragen wir die, ob wir hier filmen dürfen? Oder? Nein, ich würde eher warten, dann haben wir halt mal ein Schulprojekt. Nein, wir machen für Uni. Für die Uni, wir sind Geologiestudenten ja. Und wir machen über Braunkohle. Wir müssen schnell was überlegen. Geologie? Geologie. Alex, du erzählst das. Ja, Geologie an der Uni Köln. Ja, okay. Dann fragt er mich nach dem Prof oder so, keine Ahnung. Ja, Dr. Herbers. Und warum machen wir das im Dunkeln? Ja, Nachtwanderung, keine Ahnung. Ja, wir hatten einfach vorher keine Zeit. Aber ich meine, das ist ja kein Privatgelände hier. Also. Nee, theoretisch dürfen wir das ja. Josef, tu mal so, als ob du mich filmst, links von der Seite, dann seht ihr rechts im Hintergrund dieses komische Auto. Wir sind ja vertrauenserweckende Menschen, glaube ich. Ja, und ich habe einen Hut auf. Ja, der Hut. Menschen mit Hut können nie gefährlich sein. Hier vorne haben wir eine alte Bushaltestelle, glaube ich. Hier sind auch so ein paar Sticker mit am Start. Was ist das denn? Eine Rufnummer bei Schadensfall? Ja, da kommt der nächste Security-Typ. Ja, die Leute laufen hier wieder rum. Das Auto kommt auf uns zu. Guck mal, hier ist alles irgendwie abgerissen worden damals. Bushaltestelle. Wahrscheinlich haben die hier damals irgendwie auf den Bus gewartet. Nabend. Nein, nein, das wollen wir auch nicht. Nein, nein. Wir laufen hier nur ein bisschen rum. Gucken, dass das... Ja, nur von außen, genau. Direkt zur Anzeige. Ja, klar. Nein, nein, steht auch dran. Da sind immer noch Aktivisten im Wald. In Baumhäusern? In welchem Wald? Im Hambacher Forst. Wenn Absturzgefahr, wenn wir reinkommen, dann bringt er uns auch in Gefahr. Ja, ja, wir wollen keine Gefahr bringen. Und dann gibt's Anzeige, hast du ja schon gesagt. Ciao! Also ich war spätestens raus, weil er meinte, ja, dann bringt ihr die Leute in Gefahr, dann bringt ihr euch selbst in Gefahr. Und wenn wir mit dazukommen, bringt ihr auch uns in Gefahr. Hier sind anscheinend immer noch irgendwelche Aktivisten so. Wir wollen ja auch überhaupt nicht politisch werden. Die Sache ist nur, dass der ganze Ort hier ist komplett verschollen. Hier vorne leben wohl noch Leute, das dürfen wir allerdings nicht filmen. Da, wo ich schon mit Taschenlampe vielleicht reingeleuchtet habe. Man muss aber sagen, der Typ war extrem nett. Der war voll nett, ja. Oder, was sagst du? Boah, Junge. Das ist das Krasse, ne? Das sind halt wirklich die Taschenlampen aus dem Camping. Wir haben halt wieder 1000 Funktionen. Wir haben auch noch so. Und können rot das Ding irgendwie auch so mittragen. Und wenn wir in Gefahr sind, können wir auch theoretisch sagen rot oder so. Hilfe. Also das hier ist aber auf jeden Fall verlassen. Ja, das ist auf jeden Fall verlassen. Also hier wohnt ja keiner mehr drin. Nee. Guck dir das mal an, Digga. Da oben ist auf. Bro, da oben ist auf. Oh, ich laufe von Josef rein. Da oben ist auf. Ja, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass hier Leute so reinlaufen in die Häuser. Digga, wie sieht das aus? Ey, das sind halt wirklich Häuser von irgendwelchen Menschen, die hier einfach mal gewohnt hatten, eine schöne Zeit hatten und dann umziehen mussten. Es kommt uns schon wieder ein Auto entgegen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass hier so viel los ist. Ich dachte, hier passiert gar nichts. Also wir können mal analysieren, was hier vorne jetzt gerade ankommt. Bro, die ganzen Autos, die hier langfahren, weißt du, woran mich das erinnert? So, USA. Ja, USA, irgendwo Wildlife. Oder wie heißt nochmal dieser
Red Redemption? Nee, wie heißt das? Red Dead Redemption. Ja, irgendwie so ein Gruselfilm, weil das alle so Pickup-Trucks sind, weißt du, wo die so die Leichen hinten drin haben. Red Dead Redemption ist ein Cowboy-Spiel auf PlayStation. Ach so, okay, scheiße. Wie heißt denn nochmal dieser Gruselfilm? Walking Dead? Aber das ist eine Serie, aber nee, da ist irgendein Gruselfilm, wo der so Leichen im Wald versteckt, in so einer Hütte. Oder war das? Nee. Das ist Laser-Luca. So ein Mörder, der die dann. Ja, dann Laser-Luca. Wow. Guck mal auch die ganzen Schilder hier so komplett. Das hängt da oben einfach so runter. Man muss auch sagen, unsere Taschenlampe ist ja geisteskrank gut, ne? Guck mal, da hinten ging's Haus. Wie hell. Boah, guck mal, die Fenster da oben eingebrochen. Und hier halt nur Feld, ne? Also die Leute haben uns geschrieben, ey, geht man in den Gruselwald an Halloween? Oder was machen wir? Wir gehen in die gruseligste Stadt Deutschlands. Der Typ kommt an, sagt uns, ey, auf eigene Gefahr. Perfekt, danke, Bro. Hi, alles klar, Josef? Servus, ich sehe gar nichts mehr. Guck mal, da brennt noch irgendwas, das auf jeden Fall. Digga, hier ist schon wieder Fenster auf, ne? Krass, ja. Junge, kann man da nicht irgendwie reingehen? Nee, die verfolgen uns, glaube ich, auch da hinten. Und man riecht auch so ein bisschen so ein Feuer. Also ich glaube, da hat jemand einen Ofen an. Aber das ist halt krank, weil, dass die dann hier noch wohnen, obwohl hier vorne halt obviously alles zu ist und auf der anderen Seite hier wirklich da oben auch die Fenster offen sind. Alles eingebrochen, bla bla bla, hier fahren Autos rum. Also ich kann es irgendwo verstehen, so die Leute sind hier groß geworden, wollen nicht weg. Ja, voll. Auf der anderen Seite, Digga, schau dir das hier an. Das ist zugehämmert mit Holz. Es kommt schon wieder ein Auto, Yusuf, filmer nach hinten. Also es ist die ganze Zeit so, Leute, wir laufen hier lang, es kommen immer irgendwelche Autos mit irgendwelchen Rangern drin oder so. Oh, guck mal hier. Da hängen sogar noch, Bro, hängen, schau mal, Digga. Da hängen noch die Gardinen. Das ist krass. Da hängen einfach noch die Gardinen, aber die Scheiben sind weg. Und guck mal, wie viele. Da sind jetzt gerade zwei von denen. Die fahren hier alle rum und schauen sich das an. Das ist ja krank, ey. Bruder, und guck mal, das Auto, was uns jetzt entgegenkommt, das ist einfach kaputt. Wie auch das Moos, was hier durchgewachsen ist. Und hier vorne sind halt die ganzen Geräte, mit denen die halt arbeiten. Guck mal hier, auch einfach alles weg. Oh, hier fehlt einfach alles Mögliche. Als wenn hier so ein Haus einfach abgetragen wurde. Warum machen wir das eigentlich im Dunkeln? Aber ich finde das schon krank, dass die da so stehen, ey. Aber jetzt fahren sie wieder. Tschüss. Jetzt fahren sie wieder, ja. Ich glaube, die wissen, dass wir hier nichts Böses wollen, aber... Ah, krass, guck mal, da stehen diese fetten Trucks, womit die dann die Braunkohle hier abfahren. Boah. Das hier ist die Stadt, in der wir gerade sind. Mannheim. Wir haben vorhin das Video hier gestartet, vor der Kirche, sind dann hier lang gelaufen, haben hier mit dem Typen gequatscht, hier war die Bushaltestelle und jetzt befinden wir uns hier auf der Kreuzung. Wenn man allerdings rauszoomt, sieht man schon hier ein riesiges Loch. Das ist der Grund, warum die alle wegziehen müssen. Ich dachte früher immer bei Maps, dass das ein Renderfehler wäre, irgendein Grafikfehler, aber das ist ein riesiges Loch. Ihr könnt selbst mal einfach diesen Ort bei Karten eingeben. Das wird bald der größte See Deutschlands. Die machen da einfach einen riesen See draus. Jetzt laufen wir halt hier durch und die Häuser sind dementsprechend alle verlassen und sehen so aus. Guck mal das mal an, wenn man hier so reinfilmt. Guck mal, gib mir mal die Kamera und ich halt mal daneben so die Taschenlampe, wie das aussieht, Leute. Wie in so einem Horrorspiel. Ich laufe hier so lang. Das ist wirklich so krass. Und guck mal, die Taschenlampe hinten gegen die Bäume. Das ist schon low-key gruselig. Vor allem auch die ganzen Traktoren, wie die hier so reinleuchten. Ja, Digga, es ist einfach wie ein Filmset hier gerade. Also, das ist schon krass. Hi, Alex. Boah. Ja, ich versuche hier mal rauszuschauen. Ich glaube, wenn man hier lang geht und gleich darüber links, da kommen noch so Häuser. Cooler Style, Alex. Vielen Dank. War ein Scherz. Wenigstens trage ich keine Jeans mit Löchern drin, ne? Skinny Jeans. Habe ich ja auch gerade an, ja. Jeans mit Löchern. Gerade Gott sei Dank nicht. Seit wann trägt man wieder Bomberjacken eigentlich? Schon die ganze Zeit. Ganze Zeit? Ja. Digga, was ist das? Ich dachte, da wäre irgendwie ein Hase oder so. Oh mein Gott. Ihr seid solche Hunde. Wir gehen nach Hause. Ihr seid solche Hunde. Hey, du Hund, komm her. Ey, das ist Sirio, ihr dummen Bastard. Ihr habt mich verarscht. Nein. Ihr habt mich verarscht. Ich sehe das doch, wie der läuft, der Ich hab keine Ahnung. Ich sehe das doch, wie der läuft. Seid ihr krank? Ich möchte bitte nicht da hingehen. Können wir bitte woanders hingehen? Bro, ich will einfach. Ich finde das gerade ein bisschen weird. Digga, was ist hier rechts? Erstmal ganz kurz. Ich nehme euch gleich nochmal auf wegen der Sirio-Sache. Aber was ist das hier? Können wir bitte woanders hingehen? Da stehen irgendwelche Maschinen. Ja, die einzige Maschine ist ja hier. Das ist ja eben auch die Sache, Jungs. Wenn wir nach Amerika fliegen, ich glaube, ich kann gar nicht mitfliegen. Ich weiß gar nicht, wie zwei Maschinen gleichzeitig starten sollen im Flieger. Boah. Das ist dann wohl der Zeitpunkt, Alex, wo wir dann nach Hause gehen. Ich möchte bitte nach Hause, ja. Ich finde das.
Creepy. Sirio, komm raus. Digga, das ist nicht Sirio. Digga, keine ihr seid solche Ahnung, dummen Idioten. Denkt, ich bin keine Ahnung, Junge, auf den Kopf gefallen. Aus. Ich find's gerade wirklich nicht witzig. Wisst ihr, was Sirio, guck mal, wir wollten das eigentlich zusammen mit Sirio machen. So. Ja, aber der hat mir geschrieben, dass er keinen Bock auf diesen Kram mehr hat, weil ihn was weißt du, weißt du was? Ja, ich war gestern im Stadion mit Sirio, da meinte er schon zu mir, Bruder, ich habe keinen Bock hier drauf. Hier sind Leute, die laufen hier rum, die campen hier, die schmeißen nicht ab mit Scheiße und bla. Und das stimmt auch. Das hat man ja damals auch im Fernsehen gesehen. Die Sache ist allerdings, jetzt hatte mir Sirio heute diese Sprachnachricht geschickt und ich dachte schon so, das klingt ein bisschen sass. Aber wie heißt es bei, da war ja irgendwas heute mit irgendwo hinfahren, Wanderung. Ihr macht das schon, Bro. Das ist jetzt unterwegs, Bruder, und chillt gerade auf Couch und so. Deswegen, Bro, macht ihr mal, alles cool. Und da dachte ich schon so, ich habe ihm dann halt so geantwortet. Okay, Bro, alles easy. Ja, ich habe das mit Alex nicht schon besprochen. Also du meintest ja auch gestern, dass du... So, habe ich dann so gesagt, so ja, alles easy. Aber ich dachte mir schon, warum guckst du da so hin? Weil ich keinen Bock habe, dass diese. Ja, ich glaube, ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht, dass er das ist. Der hat mich heute noch angerufen und mir gesagt, dass er Panik vor diesem Ort hat. Und ja, er ich denkt, weiß, aber so wie der urplötzlich abgesagt hat und gestern meinte er noch, er wäre eigentlich mit am Start, ist halt, das ist halt komisch. Bro, überleg und mal, der ist genauso der jetzt gelaufen alleine, wie allein in der Dunkelheit irgendwo chillen würde. Ja, das ist halt der einzige Grund, warum ich mir halt denke, nein. Ich habe halt keine Ahnung, wie der und läuft. Und er war ja während der Voice, die war vor einer Stunde, vor zwei Stunden, war er ja zu Hause. Bro, können wir bitte nicht in die Richtung laufen? Doch, das ist der, Youssef, glaub mir, das ist der zu 100%, der verarscht dich. Ja, dann lauf vor. Der fickt uns alle. Digga, weil der hat mich so hops genommen und meinte so, voll Angst, da laufen so komische Menschen rum. Ja, ja, okay, hier ist schon ein bisschen gruselig gerade, ne? Hier ist ein bisschen gruselig gerade. Ich frag mich warum. Ich schwöre, das ist Sirio. Wenn das aber nicht Sirio ist, ja, dann ist es halt. Dann habe ich ein großes Problem. Ich find's echt ein bisschen suspekt gerade. Und aber warum chillt diese Person auf dem. Aber das macht jetzt Sinn, weil dieser Typ vorne, dieser Security, meint doch, gehört dieser Dude zu euch. Der hat uns, stimmt, der stimmt. Hat uns gefragt, ob dieser andere Junge zu uns gehört. Und ich war so, hä, was für ein anderer Junge? Der hat gesagt, hier ist ein anderer Typ, schwarz angezogen, gehört er zu euch. Und dann hast du gesagt, nein, ich wusste nee, gar nicht, was der meint. Der meinte auch schon, dass der länger hier ist. So, what the fuck? Ja gut, aber das wird ja nicht irgendein Krimineller sein, weil hier fährt so viel Security. Boah, ich hatte doch die ganze Angst nach hinten. So. Ja, von hinten habe ich auch ein bisschen Schiss. Ich dachte gerade, da steht jemand an dem Sicherungskasten, aber das ist nur ein Herz gemalt. Leute, ich fasse mir ein Herz. Ich gucke jetzt rechts um die Ecke. Der Typ, in meinen Augen immer noch Sirius, auf jeden Fall rechts rumgelaufen. Das hier alles ist allerdings erst der Anfang, Freunde. Also bleibt auf jeden Fall dran, um zu sehen, wie Digga, uns die komische Gestalt verfolgt Leute? Hat und wie wir ihr dann aufgelauert und hinterhergelaufen hey! Sind. Nein, Digga, der Typ läuft auch dahin. Als ob. Mit Licht in der Hand, ja. Ja, Bruder, ich kann jetzt nicht loslaufen. Warte, ich frage mal den Security-Typ. Ach, oh, sorry, ich will gar nicht stören. Kanntet ihr den da vorne, der hier gerade langgelaufen ist? Ja, wir müssen auf jeden Fall links rüber. Da geht nämlich dieser Ort. Jo. Hast du es gehört? Bitte was? Sirio! Digga, ich schwöre dir, das kann nicht Sirio sein. Sirio ist ein größerer Schisser als ich. Fuck my life. Ich gehe nach Hause. Ich gehe. Alex! Nein, ich gehe. Nein, Alex! Ich gehe. Pro ist das Sirio. Digga, woher willst du wissen, ob das Sirio ist? Bitte? Junge, da faucht was. Okay. Leute wollen. Ach, Luca. Können wir bitte woanders lang gehen? Da ist doch so ein Wildschwein oder sowas. Das ist ein Digga, fucking... Luca, bitte lass uns gehen. What the fuck? Das ist Sirio. Ihr seid behindert. Das ist hundertprozentig der. Bro, was, wenn er bewaffnet ist? Keine Ahnung, Mann. Ich glaub, das ist ein Wildschwein oder irgendwie sowas. Ach, Digga, ich hab keinen Bock mehr. Alex, lass uns ja, bitte einfach nach Hause. Ja, wir lassen ihn jetzt hier, wir gehen. Ja. Das... What the fuck? Was denn? Da ist nix. Das war for real grad creepy. Was denn? Bro, es ist ein Blatt von oben gefallen. Okay. Ja, aber das fällt halt, weil Herbst ist. Alex, halt deine Fresse. Okay, lass uns jetzt bitte, vielleicht ist das Wildschwein mit Kind und sauer und wir sind im Gebiet hier vom Tier. Digga. Oh, Digga. Ja, Digga. Okay. Was ist das für ein fucking Tier? Junge. Oh. Oh, oh.
Nein, wir gehen jetzt. Luca, viel Spaß, ich bin weg. Jungs, jetzt erzählt mir ganz kurz mal eben keine Scheiße. Nein, wir gehen jetzt. Bleib mal kurz stehen. Okay? Digga, ich bleib sicherlich nicht stehen. Ich finde das nicht witzig. Mach doch mal dein Licht da oben jetzt aus, du Digga. Oh, wo sind wir? Hollywood? Mann! Ich seh nix, Josef! Du musst auch nichts sehen, du musst nur was erzählen. Nein, wie muss ich sehen? Hier, danke. Jetzt seh ich nichts mehr. Oh mein Gott, endlich. Schwörst du, dass es nicht Sirius ist? Ja, Mann! Das ist krank. Ich finde es so krank. Also ich möchte bitte darüber gehen oder woanders hin, weil das... Okay, das ist krank. Ich glaube aber halt auch nicht, dass das eine Person ist, Junge. Das ist nicht dieser Dude von dieser Straße, safe nicht. Das ist krank. Das ist irgendein Vieh. Wenn Alex schwört, ist krank. Okay. Ja. Ey, Digga, dann nehme ich alles zurück von gerade und... Weil ich wollte direkt sagen, Digga, wir sind nicht Prank Bros. Wenn hier irgend so eine Scheiße abläuft und ihr verarscht mich und es ist doch Sirius... Junge. Digga, das würde ich nicht fühlen. Normalerweise, ich bin der größte Schisser, ne? Aber deswegen, ich bin ja auch so vorgegangen. Junge, ich habe mich auch gerade gefragt, warum musst du jetzt den Helden spielen? Ja. Bro, weil ich dachte, das ist Sirio und ich habe diesen Typen weglaufen sehen. Und der sah aus wie Sirio. Typische Verhalten, auch so von Rehen, Wildschwein, wenn du die anleuchtest, dann bleiben die doch auch stehen. Ja gut, das war ja safe vorhin ein Typ. Das wäre ja kein Wildschwein erstmal. Das war safe ein Dude. Digga. Aber ich sage, das war hundertprozentig Sirio. Entweder hat er uns alle verarscht. Was war das? Dieser Knall da hinten? Boah, wir müssen halt eigentlich wirklich da rüber, ne? Weil da ist der Rest von dem Ort. Ah, ne, da ist Kirmes. Ach so. Ne, da leuchtet doch Kirmes da hinten. Digga, scheiß mal auf die Kirmes, du Idiot. Nein, ich meine dieser Knall. Das entweder Sirio hat uns alle verarscht und er ist hier. Ja. Weil irgendein Typ ist da ja weggelaufen. Oder... Oder das sind diese scheiß Sicherheitsmänner. Nein, die sind das auf keinen Fall. Was ist das? Da war... Digga, wie geht dieses Licht an? Boah. Und ich dachte, das wird ein witziger Dreh. Oh mein Gott. Lass mal vielleicht noch zum Rest von dem Ort, dass wir das noch sehen. Ich sag ganz ehrlich, Alex, das ist auf jeden Fall Sirio. Was ist das denn? Warum laufen die denn jetzt? Leute, ist einfach Sirio. Du hast ihn auch da gesehen, ne? Hast du es gesehen auf der Kamera? Ja. Hast du gesehen, dass er hier so... Der hatte so reflektierende Schuhe. ...Reflektoren anhatte? Ja. Nicht reflektierende Schuhe, der hatte hier so eine Arbeiterhose an. Das ist auf keinen Fall Sirio. Der Typ war größer als Sirio. Und der stand plötzlich, hat sich so weggedreht und ist dann einfach so zur Seite gelaufen. So ist er gegangen, Josef, so. Hä? Da hinten? Ja, der ist einfach so zur Seite gegangen. Junge. Der ist wirklich einfach spaziert. Und da kommt wieder so ein Auto. Digga, ich hoffe, dass das Auto jetzt kommt. Wir müssen mal kurz mit dem quatschen, ob hier noch irgendwelche anderen Leute sind. Ja, das hat er ja schon gesagt. Ey, ganz kurz, ich dachte wirklich, erst ihr verarscht mich, das ist Sirio, der läuft weg, da wollte ich hinterher. Digga, ich bin so froh, dass ich nicht weiter in dieses Gebüsch reingelaufen bin. Wir müssen halt eigentlich schon noch da hinten rüber. Oh. Alex, ein Scheiß, ich gehe da nicht hinten rüber. Warum nicht? Nee. Ey, Bro, der Typ hat zu uns gesagt. Warte, wir können doch mal noch mal quatschen. Nein, es geht. Nö, nee. Wir haben schon mit dem Kollegen von Ihnen gesprochen. Ja? Nicht in die Häuser, wir laufen nur ein bisschen rum. Ja, was macht ihr, Aufnahmen oder? Ja, ein bisschen Gruseltour. Ist auch, bitte? Nicht auf die Gelände. Ach so, nee, nein, genau, nein, das haben nein, wir mit dem Kollegen auch schon. Nicht. Wir gehen nicht auf die Gelände. Kameras? Gehen nur durch die Straßen. Gesehen, dann bist du Polizei. Genau, das haben ja, wir ja, auch. Das ja, machen ja. Wir nicht, das machen wir nicht. Also wir sind nur auf der Straße unterwegs. Ja. Ganz kurze Frage, habt ihr hier auch Leute zu Fuß rumlaufen lassen? Wir sind nicht die Einzigen. Ach, also okay. Also wir müssen eigentlich darüber, weil da ist noch der Rest von der Stadt. Also Alex, du hältst jetzt erstmal kurz deinen Rand. Okay. Ich gehe doch jetzt nicht darüber. Nein, da ist ja diese... Wir müssen darüber. Die Leute in dem Auto gerade meinten, die Ranger, die hier Security machen, dass wir die Einzigen hier sind. Aber das passt ja nicht, weil der andere Security-Mann hat ja gesagt, dass noch eine andere Person hier ist. Ja, aber das heißt ja, die Security sind untereinander nicht mal vernünftig abgestimmt. Digga, ich sag dir, das ist einer von diesen Security, die uns pranken, weil die keinen Bock auf uns haben. Die haben wahrscheinlich jede Nacht laufen hier bestimmt irgendwelche Jugendlichen rum, die hier denken, Schabernack zu machen. Und die haben da keinen Bock drauf. Seven Worlds Wild, roter Knopf. Ich bin Sandra, ich will abgeholt werden. Digga, ich sag jetzt mit Ansage, ich gehe nur mit dir in diese Richtung, wenn du 20 Meter weit vorne läufst. Okay. Weil ich weiß, ich bin schneller als du, dann kann ich direkt weglaufen, der Typ frisst dich, wenn das Kannibalen sind oder so, oder ein Wildschwein. Kannibalen, Digga, jetzt machen wir doch jetzt keine Angst. Also solange wir jetzt hier auf dieser Straße bleiben, bin ich erstmal fein. Hier rechts hinten war dieser... Da sind wir lang gelaufen, da gehen wir Mann, jetzt nicht lang. Der Slenderman. Da gehen wir nicht lang, wir gehen jetzt hier lang. Okay. Immer noch so toter Style, ne? Also das ist das Gruseligste hier überhaupt. Wie kann man Bomberjacke mit... Wirklich, Alex. Ja, Digga, wie kann man so einen Hut aufhaben? Lila, orange, blau. Ja, der Hut ist krass, ist ich habe keinen Cowboy-Hut gefunden. Das ist doch lila. Das ist blau.
Das ist lila und mit Orange. Das ist lila. Das ist wirklich lila. Auf der Kamera sieht's blau aus. Letztens hatte Alex auch eine Hose von Ajax Amsterdam an. Und Alex, sag nochmal zwei Spieler von Ajax Amsterdam. Ake. Nathan. Van Dijk war auch noch. Van Dijk, bist du dumm? Die Sache ist, ich will gar nicht in dieses hohe Gras leuchten. Weil, wenn du dir das mal anguckst, Youssef, ne? Könnte halt legit irgendwas drin sein. Wenn der eine hat mal kurz so, huch, so rausguckt, Digga, ich nehme mein Bein in die Hand, ich laufe noch da. Ich finde es einfach so krass, überlegt mal, hier standen ja überall Häuser. Das ist ja eine Straße, wo Häuser waren. Hier überall. Ja, es gibt die ersten YouTube-Videos, wenn ihr das mal irgendwie bei YouTube eingebt, gibt es schon seit 15 Jahren oder so. Weil das ganze Thema läuft ja schon relativ lang, wo die Leute hier schon weggezogen sind. Oder schon wieder so ein Security-Auto. Ja, Security-Autos sind für mich mittlerweile fein. Zu Beginn hatte ich Angst vor den Security-Autos, jetzt habe ich Angst vor diesem Slenderman, Sirio-Typ. Oh, guck mal, hier ist eine Raupe. Oder irgendwas, nee. Youssef. Was soll das sein? Tausendfüßler. Ja, dann lass ihn tausendmal füßeln. Füßeln? Was hast du denn für einen Fetisch? Das weiß ich. Da hinten ist auf jeden Fall ein Auto wieder. Also das sieht man an den roten Scheinwerfern. Also entweder höre ich schon irgendwelche scheiß Geräusche, aber hier war irgendein Sound. Ja, da sieht man das Auto. Digga, das ist unser Schatten, oder? Was für ein Schatten? Da hinten ran? Achso, ja, das ist unser Schatten. Beweg dich mal. Hier? Ja, das ist dein Schatten, Bro. Ach du Scheiße, Digga, ich dachte gerade, da wäre einer wieder. Junge, boah, ich wollte nur diesen Baum. Überleg mal, was das auch für ein Job ist, wenn du die ganze Nacht hier so rumfahren musst. Ganze Nacht. Moin. Guck mal, da ist so ein Feuerlöscher. Krass. Ey, hier rechts wurde einfach jetzt gerade erst ein Haus weggemacht anscheinend. Das ist krass, du siehst ja sogar noch so Löcher, hier alles weggestampft. Das ist so krass. Überall auch so Container. Es wirkt echt alles wie so eine riesen Warzone-Map. Auch hier, dass hier so Schutt auf den Straßen liegt, irgendwie zerbrochene Sachen. Ja, es wirkt einfach wie eine Baustelle, wo jetzt was Neues gebaut wird, aber stattdessen wird einfach alles abgerissen. Ich find's immer noch weird. Ach, da steht noch ein Auto, wo der Motor läuft. Naja, da wollte ich jetzt nicht drauf leuchten. Aber das ist so ein altes Ding. Überall so random, so Feuerlöscher. Das ist so Mordwaffe. Also da stell ich mir so vor, da kriegst du halt so auf den Kopf gehauen. Das hier sieht wirklich so aus wie bei DayZ. Kannst du so kurz mitnehmen, den Feuerlöscher, wenn irgendwie, keine Ahnung, als Waffe oder so. Und überall diese Dinger auch so zum Absperren. Junge, Junge, Junge. Boah, boah, Digga, ich hab mich gerade voll erschrocken, aber es ist nur dein Style, Alex. Das ist so schlecht. Ja, ist halt komisch. Oh, boah, Digga, schreib mich doch nicht so, Alex. Mann, lila Hoodie. Die Witze waren auch schon mal besser, ey. Ey, QR-Code, krass. Fanpostpaket? Sollen wir mal scannen? Scannen wir. Gucken. Das wäre krass, wenn jetzt wieder ein Video von Sandra kommt. 110830. Teppich. Oder irgendwas. Ja, oder ist das ein interner Code für irgendein internes System? Wahrscheinlich schon, ja. Oh mein Gott, Digga. Das war nur Alex. Guck mal, eine Ameise. Ja, Digga, also ich glaube, dieser Typ war vielleicht wirklich entweder Security oder halt keine Ahnung was. Aber warum liegt er dann auf dem Boden und wenn wir ihn sehen, rennt er weg? Der sitzt halt auf Boden, ne? Der saß da, der hat ja sich irgendwie keine Ahnung wie gelegen. Guck mal, auch hier, da ist ein Parkplatz für ein Auto. Bro, du kannst überall parken, du brauchst es nicht ausschildern. Nee, ich glaube, das ist kein Parkplatz, Bro. Das ist aber ein Nummernschild. Guck mal, da ist irgendwas drin. Irgend so ein Metallding. Der Gas sieht aus wie eine Bombe oder so. Stimmt, hat noch geregnet heute. Das ist abgedingst, abgesperrt. Ja, das heißt, wir dürfen da wahrscheinlich nicht rein. Digga, aber wie random. Ich fühle mich wie bei irgendeinem Horrorspiel, wirklich. Boah, hier sollten auch eigentlich noch Häuser laut Google Maps stehen, aber irgendwie ist hier nichts mehr. Das kommt wahrscheinlich wirklich auf der Kamera mal nicht so krass rüber. Vor allem, wenn ihr das jetzt irgendwie auf dem Handy im Bus auf dem Weg zur Schule im Hellen guckt oder so. Aber checkt mal bitte. Alex, mach mal dein Licht aus. Youssef, mach mal Kameralicht aus. Damit ihr einmal kurz seht, wie dunkel es eigentlich bei uns ist. Boah, das finde ich gerade... Ja, gut, die Kamera hält jetzt künstlich auf, aber es ist schon stockdunkel. Ja, so. Wir hätten das ohne Taschenlampen durchziehen sollen. Moment. Damit die Leute gar nichts sehen. Ja. Ich mach mal für die Leute die Helligkeit, wie wir es gerade sehen. So. Da hinten ist auch eine Licht. Siehst du das? Dieses das grüne? Ist die Helligkeit, die wir gerade sehen. Mit bloßen Augen. Das ist crazy. Sieht man dieses grüne Licht? Das ist noch so ein eingezäuntes Ding. Boah. Digga. Das sieht so creepy aus. Guck mal, wenn ich das Licht ausmache, sieht man einfach nur so ein grünes Ding, was da steht. Und wenn das Licht eingeschaltet ist. Ey, irgendwas raschelt rechts von uns. Nein. Halt dein Maul. Leucht mal rein. Halt dein Maul. Youssef? Was ist das? Ich habe noch nichts gehört. Da war auch gerade irgendwas Komisches. Das sah aus wie so Augen. Also Reflexionen. Oder ist das ein Licht von? Oder irgendein Wildtier. Hast du wirklich was gehört, Alex? Ich schwöre dir, ich habe irgendwas gehört. Ich habe nichts gehört. Ich habe nur. Das kann aber auch.
Es kann aber auch vielleicht einfach, weiß ich nicht, irgendwas gewesen sein. Man muss natürlich auch sagen, dass wir das jetzt auch nicht künstlich hochschaukeln oder so gerade. Es ist halt nur for real gerade wirklich gruselig, ne? Also hier sind halt Leute, die die ganze Zeit noch protestieren, Klimaaktivisten und so. Das haben die Leute uns ja sogar von hier gesagt und haben halt gesagt, bitte bringt euch nicht in Gefahr. Wenn wir reinkommen, dann bringt ihr uns auch in Gefahr. Deswegen, das ist schon nicht ganz ohne. Also zumindest und jetzt gerade psychisch, ne? Ja, Bro, scheiß drauf. Was ist das? Ja, es war wieder dieses Geräusch. Ich hab schon wieder irgendwas fauchen gehört, ja. Bro, aber das ist ein Typ. Oh, Fliege. Ich sag immer noch, Alex hat da vorne Kampf mit Fliege. Ich sag immer noch, dass das Sirio ist. 100%. Boah, lass uns bitte einfach... Willst du nicht sagen, dass Sirio in der Dunkelheit ohne Taschenlampe und... Nucke? Digga, was ist das? Leute? Hey! Das ist doch irgendein Security-Typ. Jetzt mach vielleicht am besten kein Krawall mit dem Security-Dude, oder? Digga, das ist so random. The fuck? Hey. Doch, der kommt auf uns zu. Okay, lass bitte einfach... Der kommt nicht auf uns zu, nein. Er geht seitlich. Der ist zum Container gegangen. Nein, das ist auf jeden Fall kein Security-Typ. Die dürfen sowas ja nicht machen. Das Problem ist nur... Ich lass mal kurz die Kamera da drauf. Schaut euch das mal an. Ey, ich hab das gerade gefilmt. Ey. Alex, leuchte du mal bitte da hinten hin. Ich hab das gerade gefilmt. Oder nimm mal meine Taschenlampe sonst. Ich hab das hier gerade gefilmt. Ich dachte erst, der Typ hätte eine Jacke an. Das sieht nämlich zu Beginn, sieht das so aus. Hier, aber das ist von dem Container dahinter. Guck mal, der hat Schuhe, die blinken. Warum blinken die Schuhe? Das heißt, es ist nicht von irgendeiner Hose, sondern es sind wahrscheinlich diese Schuhe, wenn man auftritt, dass sie dann blinken oder so. Der geht halt so ganz komisch, der geht halt so. Das ist so random. Aber da ist ja nichts mehr. Aber das wird der gleiche Typ sein, der gerade von der Seite, Josef, den wir gesehen haben, der da so plötzlich gegangen ist. Da ist es wieder. Wo? Da, da ist ein. Das ist so random. Das ist so. Okay, lass bitte. Wir gehen jetzt einfach hier rüber, auch wenn das. Alex, du schwörst, dass Sirio Nein, mit Mann. Dir nichts abgeklettert hat. Bro, ich hab Sirio Standort. Bei Sirio steht kein Standort gefunden. Das ist zwar schon oft passiert, dass Sirio so seinen Standort irgendwie ausmacht oder so, oder keine Ahnung was. Oder dass das Programm halt einfach Probleme hat. Aber das ist schon gerade sehr komisch. Was findest du das? Dass er so komisch absagt, er war eigentlich noch bis vor kurzem dabei, dass er mit uns rumläuft. Und jetzt plötzlich sagt er, der erschreckt uns. Aber ihr wisst beide nicht Bescheid nein, über nein, irgendwas. Nein, nein, nein. Er hat mir ja gerade eben, als er... Ich denke halt, der kann ja nicht... Sirio ist nicht so... Nein. Bro, das ist wie, wenn du sagen würdest, ich würde euch versuchen zu erschrecken. Und ich laufe dann nachts ohne... Der läuft ja ohne Licht da rum. Bro, ich rufe den jetzt an. Bro, der läuft da ohne Licht rum. Checkst du, was ich meine? Ich rufe den an. Wenn das Sirio ist, dann Respekt, Alter. Dann hat der Eier aus Stahl. Das denke ich mir auch, weil das ist krass, dann läuft er hier halt alleine gerade rum. Ja. Digga, was ist das für eine Motte? Die Motte ist von unseren Lichtern angezogen. Dein Anruf wurde an Voicemail weitergeleitet. Das ist Sirio. Ich würde sagen, lass uns nicht in die Hose machen, lass uns da einfach hingehen. Sirio hat geschrieben, rufe gleich an, Bro, hab Chaya. Nein. Als ob, rufe gleich an, Bro, hab Chaya. Ja, okay, Bro. Digga, das sagt aber nichts. Ich sag immer noch zu 99%, das ist Sirio. Ja, aber was, wenn du wirklich Chaya hast und dass er das nicht ist? Weißt du von Sirio, dass er irgendwelche Schuhe in der Art hat? Nein, eben nicht. Auch nicht so, oder wenn das so eine Hose wäre. Dass Sirio mit so Blinkeschuhen rumläuft, also das finde ich ganz random. Ich glaube aber auch nicht, dass das Blinken ist, sondern dass es... Dahinten ist aber auf jeden Fall eh abgesperrt, das heißt, wir müssen zurück. Nein, als ob, weil ich glaube, boah, fuck. Laut Maps ist da, ich gucke ja die ganze Zeit hier, laut Maps müsste da eigentlich eine Straße sein. Ja, wir nehmen uns jetzt ein Herz in die Hand und laufen da jetzt lang. Da ist doch direkt das Security-Auto, da kann doch nichts sein. Ansonsten springen wir in das Security-Auto. Und man muss auch immer noch sagen, Hunde, die bellen, beißen nicht. Wenn das so ein Idiot ist, der sich einen Spaß erlauben will, okay. Wenn ich jetzt auf den zulaufe und schreie, ich habe ein Messer oder so, na okay, das mache ich jetzt natürlich nicht direkt vor dem Security-Auto. Aber da wird jetzt nichts passieren. Das ist entweder ist es irgendein Typ, der sich einen Spaß erlauben will, oder es ist ein Security-Typ, der Typ von Beginn, oder es ist wirklich Sirio. In jeglichen Fällen habe ich keine Angst vor dieser Person. Ich bin Mann, keine Memme. Ja, film mal hier, wo wir hingehen jetzt. Warte, bleib mal kurz stehen. Ja. Für Fokus. Alex hat mich anscheinend verarscht und die ganze Zeit hinter meinem Rücken mit Sirio geschrieben. Ja, aber bist du dir wirklich sicher, dass er das ist? Ja, das ist da hundertprozentig. Oder das ist der Security-Mann, ich weiß es nicht. Aber der läuft gerade direkt vom Security-Auto. Aber wenn du gleich diesen Security-Typ anspringst, ist halt auch random. Der läuft gerade links am Security-Auto, ja. Jungs, kommt mal ein bisschen schneller, bitte. Gib mir eine neue Anweisung. Sobald wir am Security-Auto her sind, laufe ich. Aber ich will jetzt nicht auf den Security loslaufen. Nein, Digga, der Typ läuft auch da hinten. Als ob. Mit Licht in der Hand, ja. Ja, Bruder, ich kann jetzt nicht loslaufen hier. Warte, ich frag mal den Security-Typ. Kanntet ihr den da vorne, der hier gerade langgelaufen ist?
Da ist irgend so ein Typ gerade hergelaufen. War das einer von euch? Das ist ja anscheinend irgendein Typ, der war ja auch da vorne, hat irgendwelche Geräusche gemacht, der war da vorne wieder. Das ist ja von ihm, das ist kein Tier. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, also warum hat er diese Person jetzt nicht gesehen? Die lief ja vor dem Auto her. Hä? Das finde ich auch nicht. Also so klar, der Typ war abgelenkt, der war am Telefonieren, keine Ahnung was. Ja, aber also der sieht du siehst doch, wenn er eine Person herläuft. Genau, ich wollte gerade sagen, der sitzt in diesem Auto, der hat doch sogar diese da seine Scheinwerfer an. Man muss auch sagen, hier, wir sind jetzt nicht Times Square, dass du irgendeine Person gerade nicht zuordnen kannst. Ja. Und das war ja literally eine Minute vorher. Ich habe halt Schiss, dass das hier gleich irgendwie rauskommt oder so. Ja, oder so, da auf uns gewartet hat und dann jetzt von hinten gleich kommt. Ja, ich sehe ihn halt da hinten. Ist da jemand? Nee, sehe ich ihn halt nicht. Schwöre euch, wenn hier Siri rauskommt, ne? Wir beenden direkt das Video. Wenn ich hier irgendwo Sirio sehe, seine hässliche Fresse, wenn der mich verarscht, wenn der mir absagt, ich nehme den gestern noch mit ins Stadion, wenn der mir absagt heute und das nicht mit mir macht, weil er eine Chaya auf dem Sofa hat, aber macht seinen Standort aus, dann bin ich raus. Was war das? Digga. Was hast du denn gehört? Ich habe nichts gehört. Wieder so ein Ja. Was bringt Security, wenn er am Telefon ist? Nichts. Ich fühle mich hier. Ah, ich habe reingeguckt. Wie bei Dings. Oder machen die so, so machen die, so machen die. So zum Stabilisieren, oben Waffe, so. Brauche ich nur noch eine Waffe. Hm. Bro, wir werden gerade verfolgt von jemandem und das Einzige, was du machen kannst, ist deinen Atem anschauen. Lass bitte zum Auto. Das Einzige, was du machen kannst, ist mir mit deinen 7000 Dioptrien Licht in die Fresse, Leute. Dioptrien. Guck mal, hier sind schon wieder so. Ach, ein Tausendfüßler, süß. Ja, und wo ist der Typ, der uns umbringen will? Keine Ahnung. Ich habe halt nur Schiss, dass hier irgendwo eine Person ist. Alex, leuchte du rechts, ich leuchte links. Okay. Ich habe die Person halt irgendwann verloren, nachdem wir beim Security-Typen waren. Aber ist auf jeden Fall in diese Richtung gelaufen. Wir bewegen uns jetzt zum Auto. Ich laufe dieser Person uns auch nicht mehr hinterher. Wenn wir die irgendwo sehen, ist scheißegal. Ich frage mich wirklich, wie viele von diesen Ranger-Autos hier existieren. Es sind schon also, nicht wenige, oder? Die fahren die ganze Zeit nur rum. Schon drei verschiedene gesehen, ne? Mit drei verschiedenen Leuten drin. Einmal der Typ, der uns zu Beginn gesagt hat, auf eigene Gefahr. Dann diese beiden, die ja hier an der Ecke ankamen und meinten, wir müssen euch sonst anzeigen von der Polizei. Und der dritte, der gerade am Telefonieren war. Ja, und der vierte, der da am Rand stand nochmal. Digga! Oh mein Gott. Digga. What the fuck? Luca, bist du geistesgestört? Da kommt auch wieder die Security. Ja, ich würde jetzt nicht mitten im Feld stehen, wenn Security kommt. Ja, ich mach kurz Licht aus. Hä? Mach kurz Licht aus. Lass bitte einfach zum Auto gehen. Die haben auch gerade schon so ganz komisch geguckt. Ja. Alex, das ist zu 200% Sirio. Und ich lasse den damit jetzt nicht davonkommen, Alter. Ich will da jetzt nicht mit reingehen müssen. Bro, das ist zu 200 Millionen % Sirio. Ja, so ein Typ, der rumschreit. Alles Mögliche. Ey, da hinten rennt er. Ja, ich sehe es, aber eigentlich will ich da nicht hinterherlaufen. Digga, das ist so random. What the fuck? Das ist so random. Junge, fick mich doch einfach. Fick mein Leben, ja. Fuck. Junge, was bist du für ein Spasti? Junge. Wir fahren. Habt ihr ihn? Ja, Sirio. Echt? Kann nicht mehr. Was für das war Sirio? Da ist er doch. Sirio, du brauchst dich ja gar nicht wieder entfernen, du kleiner Hund. Warst du alles davon? Da, ja. Wie war's da, ja? Ja, wo ist doch gerade gekommen. Ey. Schwörst du auf Pablo? Ja, okay. Aber. Aber sind das die Blinkerschuhe? Ja, du warst das auch da hinten, ne? An der Ecke. Bro, ich hab doch gerade mein Auto hier gefahren, ich bin gerade hier angekommen. Okay, schwör jetzt auf Pablo und deine Familie. Was hast du alles gemacht? Ja, also. Ich wusste es direkt beim allerersten Mal. Ich wusste, warum springst du auf einmal wie Usain Bolt? Hier vorne? Ja, Bro, du sitzt in der Ecke und du machst. Und auf einmal habe ich gesehen, wie du so, ja, so da rausläufst, wie so eine Hexe übers hohe Gras. Das war schon ein bisschen schlecht. Hinterher. Und ich wusste, dass du, das bist du. Bruder, aber dann läufst du um die Kurve, fliegst fast auf die Fresse. Youssef irgendwo da hinten noch in der Walachei. Ich habe mitgefilmt, keine Sorge, wir wussten ja Bescheid. Du wusstest auch Bescheid? Wir wussten alle Bescheid. Du hast geschwört. Ja, wir wussten aber alle Bescheid. Bruder, ich habe gesagt, schwörst du, dass die Aber ich habe ja auch nichts geschwört.
Also. Ja, ich schwöre auch, ich war es nicht da hinten. Ich habe auf guten Content geschwört, Junge. Alles gelogen? Mit Chaya auf Bett? Ja. Und das mit Stanel haben wir heute noch besprochen. Das war so smart. Was hast du denn? Wie so schnell? Security links, Security rechts. Die sagen, ja, was machst du hier? Ja, Bro, was machst du hier? Ich sag, ja, Bro, du drehst Video, ich verfolge den und so. Das hast du denen gesagt? Ja. Deshalb haben wir es auch nicht gesagt. Also, wir haben die ganze Zeit gefragt, ob die jemanden gesehen haben. Und die so, ja, nö, keine Ahnung. Ja, ich hab's denen gesagt. Ich so, weil die Heiden, die wollten mich schon wegtun. Ich war ja, wollte in die Kirche rein. Digga, der hat mir geschrieben, Digga, ich hab Probleme, die haben mich festgenommen. Oder wie so hast du geschrieben? Ja, Digga, die haben mich da einfach festgehalten. Was? Ja, die sagen, du gehst jetzt hier nicht mehr rein und so. Durch. Ja, du bist in die Kirche auch reingegangen, Junge. In die Kirche, ja. Ey, aber, ja. Er schreibt mir so, hey, ich dachte, ihr kommt jetzt in die Kirche rein. Ich so, Digga, nein, wir gehen da nicht rein. Aber wenn ich krass gewesen in die Kirche reinkomme, steht wo vor dem Altar? Wär krass, oder? Das wäre schon krank gewesen, ja. Ich kann das nicht mehr, Video ist vorbei. Digga, Video ist vorbei. Du bist so ein Hund. Du sagst mir noch ab mit der schlechtesten Voice. Ich hätte eigentlich drauf kommen müssen. Aber das heißt, du wusstest Bescheid, Alex. Ich habe auch die Nachrichten in der Kamera gezeigt, die ich mit Siro geschrieben habe. Ja. Wann? Ich habe Siro die ganze Zeit geschrieben, was er machen soll. Weglaufen soll. Da steht Luca gerade. Siro hat auch die ganze Zeit den Live-Standort von mir. Ja. Du wusstest auch Bescheid. Ja, klar. Ich habe in der Autofahrt über meinen Laptop noch mit Sirio geschrieben. Während der Autofahrt habe ich Josef so geschrieben, Sirio geschrieben, soll bitte Josef schreiben, weil ich ja nicht antworten kann. Sirio so, ey, ich bin schon da. Währenddessen sind wir wieder zurück am Fahren zur Halle. Ja, das geht auf meinen Kappen, Junge. Ich habe Kamera lediglich nicht vergessen. Oh mein Gott, stimmt. Das heißt, du warst schon um 20 Uhr hier? Nee, 19:30 oder so. Ja. Deswegen dachten die ja, was macht der Typ hier? Oh mein Gott, weil Leute, wir sind hier hingefahren, mussten nochmal umdrehen, weil wir die Taschenlampen vergessen haben. Hatten nochmal quasi 20 Minuten zurück, 20 nochmal hier, Minuten wieder hier hin, Köln rein, Köln raus. Das heißt, du hast die ganze Zeit eine Stunde lang hier alleine rumgehockt. Ja. TikToks geguckt. Ja, Digga, lass reinhauen.